So, ihr Lieben von der Bastel-AG, ich hatte ja gesagt, dass ich die Anleitung wieder schicke für die, die heute nicht dabei sein können und damit ihr es auch in Ruhe nochmal angucken könnt. Dummerweise habe ich nicht mehr gefunden, wo ich den Trick her habe, deswegen muss ich es jetzt mit euch nachbasteln. Ihr braucht ein Stück Küchenrolle, ihr braucht eine Schere, ihr braucht ein paar Filzstifte, ihr braucht eine Stricknadel. Entweder aus Metall, aus Bambus. Zur Not geht auch ein Schaschlikspieß. Da müsst ihr allerdings aufpassen, dass der euch nicht splittert. Sonst habt ihr hinterher vielleicht Splitterfinger oder so. Und wenn ihr habt, einen Wedding. Einen wasserfesten Filzstift. Oder zur Not geht auch da ein Kugelschreiber. Außerdem braucht ihr dann gleich noch einen Porzellanteller. Und ein bisschen Wasser. Das geht ganz gut. Ich habe hier so eine alte Spüliflasche. Was auch super geht, sind so Wasserflaschen vom Fahrrad oder so, damit einfach nicht so viel Wasser auf einmal rauskommt. Gut, als allererstes schneiden wir das Papier in vier Teile. Und zwar einmal hier mittendurch und einmal hier mittendurch. Und da auch noch. Wenn ich euch jetzt zu schnell bin, hat das den Vorteil, ihr könnt jederzeit anhalten oder könnt es euch nochmal angucken. Gut, jetzt habe ich hier so ein Viertel vom Papier und jetzt nehme ich mit einem Filzstift, male ich hier die obere Hälfte so ein bisschen an. Ich kann das entweder in einer Farbe machen. Oder was noch viel schöner ist gleich, ich kann das in mehreren Farben machen, aber immer nur in diese Richtung. Wenn ihr in die Richtung farbig abwechselt, dann funktioniert gleich unser Trick nicht so gut. Aber das werdet ihr vielleicht gleich merken, weshalb. Gelb. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen wie ein Regenbogen. Finde ich ganz nett. Grün. Das muss gar nicht sehr ordentlich sein. Das könnt ihr relativ schnell machen. Genau. Und blau. Und ganz hinten kommt noch lila. Dann ist der Regenbogen fertig. Aber wie gesagt, ihr dürft euch die Farben, dürft ihr euch selber aussuchen. Nur am besten immer in dieser Richtung malen. Gut, dann sind wir da mit dem Malen schon fertig. Jetzt brauchen wir die Stricknadel. Die legen wir hier unten an den Rand. Und jetzt müssen wir die Küchenrolle darauf aufwickeln. Und zwar relativ fest. Genau, da. Ansonsten nochmal gucken, dass ihr beide Ecken habt und dann könnt ihr das aufrollen. Ja, und jetzt seht ihr schon, hier oben die Farbe ist jetzt quasi erstmal weg. Die ist jetzt innen drin. Jetzt habe ich das hier so aufgewickelt und jetzt fange ich an, die Küchenrolle hier drauf zusammenzuschieben. Ganz feste. Das geht vielleicht erstmal ein bisschen schwer. Also stückweise und auch da, wo das hoch steht, am besten einen Finger drauf, dass das gar nicht abstehen kann und feste zusammenschieben. Zum Schluss nochmal das Ganze. Und vielleicht ahnt ihr schon, was es wird. Das wird nämlich ein kleiner Wurm. So, jetzt ist im Moment noch Wurm am Spieß. Das machen wir jetzt ab, indem ihr jetzt die Stricknadel da rauszieht. So, jetzt habt ihr ein Würmchen, könnt noch mal so ein bisschen zusammendrücken. Und jetzt brauchen wir den Edding oder was auch immer, wasserfester Filzstift. Und dann könnt ihr hier noch zwei Äuglein drauf malen. Fertig ist es. Und jetzt denkt ihr, ne, wir haben schon tollere Sachen gebastelt, aber das Tolle kommt jetzt erst noch. Jetzt legt ihr nämlich euren Wurm
auf den Teller. Und jetzt kommt nämlich der eigentliche Trick. Jetzt mache ich da nämlich Wasser drauf. Achtung, los geht's. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Genau, der Wurm ist ganz schnell wieder gewachsen. Und das könnt ihr zu Hause vorbereiten. Ihr könnt, habt natürlich jetzt hier noch Papier übrig. Da könnt ihr selber euch die Würmer ausdenken, in welchen Farben die sein sollen. Wir haben vorhin, als wir zusammengebastelt haben, habe ich auch schon ein paar Würmer gebastelt. Und was ich mit denen jetzt mache, die lege ich jetzt auf die Heizung zum Trocknen. Die hatte ich nämlich neu schon ausprobiert. Und wenn die trocken sind, bleiben die trotzdem immer noch so in der Form. Aber das könnt ihr überlegen. Aber der eigentliche Trick ist halt das Witzige, wenn der nass wird, wie der dann auf einmal hier wächst, der Wurm, und bunt wird. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Tschüss.